Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich bin Monkey the Ruffy und wir sind unter. Ich bin heute unterwegs mit dem GWTKP. Und wir sind ein Gefecht der Stufe 8, 9, 10, 3 10er, 5 9er und der Rest sind 8er. Fahren dahinter. Ach, man weiß immer nicht, wo man hierher, wo man am besten hinfahren soll. Egal von welcher Seite. Man kann sowieso einen Ball hinschießen. Die einzige Zeit ist halt. So, K91. Schauen wir mal. Ja, da macht er sich nach rechts weg. War wenigstens ein bisschen Schaden. Shadow steht relativ safe. Und dass der IS-3 da ungestraft einfach so lang fahren darf. Also, wenn man selber sowas macht, dann wird man beschossen. Und das ist richtig, nicht wie hier 108. Aber schießt so weiter keiner drauf. Ich meine, der hat ja kein Rap-Kit gezogen. Mir war ja gekettet und gestunt. Also ein Medikit noch hätte ziehen, aber hat er beides nicht gezogen. Zumindest sah es nicht so aus. Da 365. So, das ist ein V wieder. Und das war ein Durchschlag 843. Das hat geschmeckt. Da wird einer abkotzen. Ich hab's gefeiert in der Runde. Also IS-3, der Basecamper, was der macht. Hm, 300 Schaden.
Aber bis die Granate aber ankommt, dauert. Also der IS-3 ist eigentlich keine so große Hilfe. Oh, 373 T54 Light. Hat selber schon 2000, über 2000 Schaden gemacht.390 Schaden am Strath und unser KBZ07 Rheinmetall reißt da rein und erhöht sich auch Verluste. Also, das ist auch immer so Sachen, wo ich mich mal frage, was das soll. Und da geht der Letzte raus, wir gewinnen die Runde und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch das Gefechtsergebnis an. Das Gefecht auf Wadi mit dem GBTKP war ein Überlegungsabzeichen erster Klasse und Schläger haben wir gemacht. Mit 2546 Schaden haben wir zweitmeisten Schaden gemacht, einen Kill, 929 Basiserfahrung. Unser T 110E4 hat mit 4900 Top-Schaden gemacht. Aber dafür war es wieder eine gute Runde mit über 2000 Schaden. Dafür, dass wir 440 Strukturpunkte haben, kann man sich ausrechnen, wie viel Mal wir mehr Schaden gemacht haben. Diesmal haben wir 7 Mal geschossen, 2 Mal getroffen, 1 Mal penetriert. Das ärgert dann immer die Gegner, wenn man sie mal wirklich erschlägt mit der Arti. Die Runde ging 6 Minuten 38 Sekunden und dank abgeschlossener Aufträge haben wir ein Plus von 73.669 Credits gemacht. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.